herzlich willkommen zu unserem Tag der offenen Tür. Liebe Eltern und vor allem ihr, liebe Viertklässler und liebe Viertklässlerinnen. Gerne hätten wir unser Gymnasium persönlich gezeigt und wie sich unser Schulleben gestaltet. Schüler und Schülerinnen aller Klassenstufen hätten einen Einblick gewährt in das, was sie im Unterricht erfahren, lernen und produzieren. Aber was uns mindestens genauso wichtig ist, ist das Miteinander auskommen, ist unsere Schulgemeinschaft, die sich auch außerhalb des Unterrichts bildet. In den Pausen, hier oben zum Beispiel, in den AGs, in der SMV, in Klassenunternehmungen und Exkursionen. Und das bekommt man eher mit, wenn man Live-Darbietungen, Orchester-, Tanz- und Turnvorführungen sieht, Crepe im Französischunterricht oder Waffen im Schülerbüro isst, Rauch und Knall in der Chemie mitkriegt oder bei Experimenten in Biologie, NWT und Physik mitmacht. Doch dieses Jahr ist alles anders. Statt live ist alles digital, auch unser Rundgang durch die Schule. Zwei unserer Schülerpaten, Joya und Ole aus der 9. Klasse, zeigen nun das Schulhaus. Schülerpaten sind wichtige Ansprechpartner für die Fünftklässler, vor allem in der Anfangsphase. Da helfen sie ihnen, sich in der neuen Schule zurechtzufinden. Und nun werden Joya und Ole euch das Schulhaus zeigen. Hier sind sie. Hallo, wir begrüßen euch. Wir wollen euch heute unser Schulhaus zeigen. Also jetzt sind wir hier in der Aula und jetzt stellen wir uns erstmal vor. Wir nehmen auch jetzt die Masken ab, da keiner da ist und nur wir sind. Und ja, also wir sind Schülerpaten und wir werden euch in der 5. Klasse und in der 6. ein bisschen begleiten. Und ich bin die Joya, bin in der 9a. Ich bin der Ole, bin auch in der 9a und ich bin auch Schülerpate von euch. Und jetzt werden wir immer so in der Schule begrüßt, aber sonst steht immer das da. Und wir wollen euch jetzt willkommen heißen hier in unserer Schule und freuen uns dann auch drauf, wenn ihr dann Anfang nächstes Jahr auch hier seid. Also jetzt sind wir hier in der Aula, hier sind wir jetzt jeden Morgen, immer bevor der Unterricht beginnt. Und um 7.30 Uhr geht dann der Unterricht los, also dürft ihr dann runtergehen in eure Klassenzimmer. Ja, ihr seid ganz unten erstmal, da ist die 5. und 6. Klasse. Und dann laufen wir gerade auch mal runter und zeigen euch eure Ebene. Also hier sind wir jetzt auf der unteren Ebene, hier sind alle 5. und 6. Klässler und wir gehen jetzt direkt mal nach ganz hinten und schauen uns so ein Klassenzimmer an. Also jetzt gucken wir uns mal hier so ein Klassenzimmer an, wo ihr dann wahrscheinlich nächstes Jahr drin sein werdet. Und ja, dann gehen wir jetzt einfach mal rein. Und hier in den 5er- und 6er Klassenzimmer, da ist es ja auf der Ebene, man kann immer gleich hinten raus in die große Pause und ja, das ist eigentlich sehr praktisch. Also hier unten kann man einfach ganz viel spielen und toben und wie ihr seht, hier ist ein riesen Platz. Zwischen zwei Klassenzimmern und zwischen den zwei Klassenzimmern gibt es immer ein Lehrerzimmer. Ja, es ist tatsächlich so, dass sich zwischen zwei Klassenzimmern ein kleines Lehrerzimmer befindet. Die Klassenlehrerteams sind somit immer nah am Geschehen und jederzeit ansprechbar für ihre Schülerinnen und Schüler. Hier zum Beispiel für die der 5a
oder hier für die der 5B. Das gemeinsame Büro ermöglicht aber auch den unkomplizierten Austausch unter den Lehrkräften. Und das wiederum kommt der Klasse zugute. Auf der unteren Ebene ist auch das Schülerbüro. Hier verbringen oft die Schüler Zeit und da kann man es einfach bequem machen. Aber es ist zurzeit sehr unordentlich oder wollen wir vielleicht doch mal reinschauen? Sind wir jetzt auf der mittleren Ebene und schauen uns mal die Mediothek an. Hier drin kann man Filme schauen, Bücher lesen, Spiele spielen. Man kann sich auch einfach hinten hinsetzen und entspannen. Also hier hinten bei der Mediothek gibt es auch eine Lernwerkstatt, wie man sieht. Hier findet oft auch Unterricht statt oder auch AGs. Und hier haben wir eine große Auswahl an Lernmaterial. Man kann Vokabeln anlernen oder auch vieles andere. Also wir sind jetzt hier vom Kunstraum und alles, was ihr hier jetzt seht, wurde von Schülern gemacht. Das ist unser Computerraum. Hier werdet ihr schon in der 5. Klasse Medienerziehung haben. Ihr werdet alles Mögliche mit dem Computer lernen, wie man mit dem umgeht und was man alles so machen kann. Schauen wir uns das mal an. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, sind wir wieder oben im Aula-Bereich. Hier ist einmal der NBT-Saal. Und hier der Biologiesaal und die beiden Räume, die werden euch in einem anderen Video genau erklärt. Also hier vom Biologiesaal haben wir auch ein paar Tiere. Also hier sind normalerweise ein paar Mäuse oder sowas in der Art drin. Und wenn Schule ist, dann seht ihr hier immer ein paar Mäuse drin. Und hier hat es eine Schlange. Die Schlange sitzt hier unten drin, die zeigt gerade aber nur ihren Kopf. Das wird man wahrscheinlich im Video nicht so gut erkennen können, aber manchmal zeigt die sich dann auch. Hier hinten ist LAB, die Lernaufgabenbetreuung. Hier kann man zu Nicht-Corona-Zeiten einfach Gruppenarbeit machen und die Hausaufgaben erledigen oder auch andere Aufgaben. Und da gibt es oft Lehrer oder Schülermentoren, die euch dabei helfen. Also hier ganz oben haben wir einmal hier eine Art Balkon und hier ist unser Physiksaal. Und ja, dann schauen wir mal da schnell rein. Wir stehen jetzt hier oben auf der Galerie und haben jetzt einen tollen Ausblick über die Aula. Hier kann man sehen, da ist unser Sekretariat. Da wird euch, wenn ihr euch anmelden werdet im März, Frau Leiber und Herr Umscheiden empfangen. Und wir würden uns sehr freuen auf jede Anmeldung von euch. Das war's dann mit unserem Rundgang durch die Schule. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen euch dann im September wieder hier in unserer Schule. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt und viel Spaß noch bei den anderen Videos. Tschüss, eure Joya. Tschüss, euer Ole.